Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fit in den Frühling. Heute mit Schlank in den Frühling. Heute wollen wir unser Herz-Kreislauf-System stärken, das heißt so richtig Energie verbrauchen, Fette verbrennen, Schritte machen. Also wir werden die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Wenn irgendwas nicht ganz so klappt, nie ärgern, einfach versuchen, die Arme ruhig auch mal weglassen zwischendurch. Und ich würde sagen, wir starten auch sofort. Vielleicht merkst du auch noch ein paar Muskeln von gestern. Kann schon sein, macht nichts, denn heute wollen wir die Muskeln etwas in Ruhe lassen und uns bewegen. Also richte dich auf, mach uns Musik an, Bauch spannen natürlich, auch hier wieder. Und du lässt ganz locker die Schultern nach hinten kreisen. Rechts und links im Wechsel. Mach nur weiter. Genau. Und du darfst auch ein bisschen mitgehen gleich. Aber wenn du in der Grätsche bist, schau, dass deine Knie Richtung Fußspitzen zeigen. Ganz locker. Nochmal. Wichtig ist auch, dass dein Atem fließen kann. Nimm deine Ellbogen nach oben, werde etwas größer. Möglichst locker. Wir mobilisieren die Gelenke. Und noch einmal die Schultern zurück. Und jetzt ziehst du die Schultern hoch, hoch, hoch und wieder tief. Ganz locker. Wichtig ist nach unten natürlich. Nach oben machen wir den ganzen Tag. Nach unten ist wichtig. Jetzt verlager. Schau mal, tippe. Einfach außen auftippen und immer noch die Schultern nach oben. Mach nur weiter. Noch vier Stück. Drei, zwei. Und die Schultern tief lassen. Arme sind locker dabei jetzt. Tippe jetzt weiter nach vorne, rechts und links. Fußspitze tippt. Immer wieder aufrichten. Vier noch, drei, zwei und die Ferse, Ferse. Und nochmal die Fußspitze, ein bisschen die Fußgelenke auch mobil werden lassen, Ferse. Da bleiben, beide Unterarme beugen, beugen, strecken, genau, kraftvoll, ruhig, Tempo, Tempo, uns geht immer ohne Arme. Vier noch, vier, drei, zwei, Fußspitze, weiter, 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 Fußspitze tippt, und dann kommen deine Knie höher, schau mal, hoch, wichtig ist Aufrichtung, ganz aufgerichtet bleiben. Arme verändern sich, mach weiter. Die schiebst du jetzt nur nach vorne.
kraftvoll. Und jetzt halt ruhig deine Finger spreizen, Handgelenke biegen, umbiegen und nach außen schieben, kraftvoll. Stell dir vor, da sind zwei Wände und die schiebst du kraftvoll nach außen weg. Immer noch. Noch vier. Nochmal nach vorne, vier Stück. Nach außen. Nach vorne. Nach außen, perfekt. Gleich nochmal nach vorne. Außen und da bleibst du. Halte die Arme außen. Spannung. Schultern sind tief. Und jetzt kreis deine Arme nach vorne. Mach relativ große Kreise vor. Nochmal. Hoch, hoch, hoch. Nach hinten kreisen. Nacken entspannen. Geht's den Schultern? Merkst du? Entspurt. Immer noch Knie. Und dann halte die Arme. Halten, halten. Sieben nur noch. Allerletzten. Vier. Drei. Zwei. Und tippe vorne. Lass die Arme locker. Und tippe jetzt nach außen. Rechts, links. Arme locker lassen. Und deine Arme, die gehen jetzt gegengleich oder selbe Seite nach vorne. Wenn rechts außen ist, rechter Arm und umgekehrt. Schultergürtel dreht mit. Und bleib die ganze Zeit in Bewegung. Mach nur weiter. Immer noch. Vier Stück, drei, zwei, nach oben die Arme, immer noch rechts, links, hoch. Je höher die Arme, umso höher auch dein Puls, hoch. Knie Richtung Fußspitze. Nach vorne die Arme. Und nach oben jetzt. Nach vorne. Nach oben. Super. Dann nochmal vor. Nach oben. Letztes Mal vor. Nach oben und ohne Arme. Vier Stück noch. Vier, drei, zwei und dann gehst du eine Runde
Und jetzt tust du so, als würdest du walken gehen. Das heißt, roll deine Füße wirklich ab, bewusst von der Fußspitze auf die Ferse und die Arme, die gehen neben deinem Körper mit. Ganz bewusst abrollen. Vielleicht die Arme etwas höher nehmen, in die Waagrechten, die Oberarme. Super. Cool. Immer nach. Vier nach. Hoffe, dir wird auch wärmer jetzt. Jetzt genauso die Beine öffnen. Immer noch weitergehen. Und nochmal schließen. Hoch. Nochmal öffnen. Und schließen. Gut. Und öffnen. Und schließen. Öffnen. Nochmal. Öffnen. Schließen. Öffnen. Öffnen. Da bleiben. Bleiben, bleiben, bleiben. Immer weiter gehen. Bleib in Bewegung. Gut. Geh weiter. Schau mal, was ich mache. Ich mache einen Schritt nach rechts und links. Also, ran, tap, ran, tap, ran, tap. Arme einfach gegen die Richtung mitnehmen. Zwei Schritte. Nochmal. Immer noch. Stück noch. Vier, drei noch, zwei noch, einen Schritt, einen. Jetzt zwei, einen, zwei, einen, locker, zwei, einen. Kannst du machen, was du willst. Zwei. Einen wirklich locker. Zwei. Klappt das? Einen. Zwei. Gleich nochmal. Zwei. Einen. Zwei, einen und da bleiben. Bleib hier jetzt. Bleib hier. Geh mit deinem rechten Fuß ein bisschen in die Ecke nach vorne. Komm vorne tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Ich mach spiegelverkehrt. Du machst so, wie es für dich okay ist. Immer noch.
Vorsicht, jetzt wechseln wir. Andere Seite. Ja, erstmal rück. Anderer Fuß ist jetzt vorne. Und dann darfst du gerne schon ein bisschen größer werden. Locker. Immer noch 7, 6. Noch einmal und wechseln. Jetzt. Hier. Gut. Wechseln. Klappt. Wenn nicht, ist egal. Wechseln. Ist gar nicht so einfach, oder? Wechseln. Schritt, Schritt. Ist einfach nur so ein Schritt. 2. Wechseln. Schritt, Schritt. Mach mal weiter, ich komme zu dir. Wechseln. Schritt, Schritt. Besser. Wechseln jetzt. Hoch tief. Wechseln. Wechseln. Alleine. Wechseln. Wechseln, rechts bleiben. Komm wieder zur Seite. Super. Tippe außen. Nimm die Ferse hinten hoch. Hoch. Und die Arme. Die gehen locker von rechts nach links. Nimm die Ferse nicht ganz bis zum Po, nur so ein Stückchen. Lass die Arme einfach hin und her schwingen. Halte die Arme außen. Schau mal. Spannung. Und nimm jetzt linke Hand zum rechten Fuß und rechte zum linken. Immer noch große Bewegung. Ab. Es geht immer ohne Arme. Vier noch. 4, 3. Nach vorne, Fuß zur Hand. Kennst du, oder? Immer weiter bewegen. Nach hinten. Nach vorne. Gut. Nach hinten. 7, 6, 5. Nach vorne. Da bleibst du. Bleib da. Und jetzt geht die Hand zum Oberschenkel, schau mal. Genau. Eine am Außen, eine zum gegenüberliegenden Oberschenkel. Immer noch. Alleine. Mach nur weiter.
ohne Arme. Knie. Noch 4 Stück. 3, 2 und marschieren. So, jetzt noch mal eine Runde walken. Arme mitnehmen. Roll deine Füße ab. Von der Fußspitze auf die Ferse. Du kannst so ein bisschen höher gehen, kannst aber auch nur die Fersen heben, wie du willst. Oder du federst ein Stück höher. Immer noch. Leise abrollen. Doppelt federn, doppelt nachfedern. Tempo. Doppelt. Geht auch so. Tempo. Doppelt. Tempo. Doppelt. Letztes Mal Tempo. Doppelt. Da bleibst du. Schau mal. Rechts, links. Wieder ein Schritt. Sehr gut. Nach rechts, nach links. Knie hoch. So, wir verändern so ein bisschen den Rhythmus. Mach mal weiter und schau mir zu. Mach weiter. Mach weiter. Weiter, weiter, weiter. Mach weiter. Und jetzt kommt dazu. 1, 2 und halten. 1, genau. Halten. Immer 3-mal. Halten. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Bei 3 darfst du gern die Hände kreuzen vorne. Halten. Nochmal. 1, 2, 3. 1, 2. Probier's. Eins, zwei, kreuzen. 1, 2, kreuzen. Eins, zwei, kreuzen, schnipsen. Wenn es nicht geht, ist es egal. 1, 2. Ein bisschen Koordination. Ablenken vom Schwitzen. 1, 2, kreuzen, stehen. 1, 2, kreuzen. Einfach probieren, sonst lass die Arme weg. So, die letzten 4 noch, okay? Kreuzen, stehen. 3 noch. 2. Letztes Mal marschieren. Hier bleiben. Du kannst jetzt so gehen
oder doppeltes Tempo einbauen. Das heißt, so ein bisschen trippeln. Muss nicht, kann, wie du willst. Okay? Trippeln. Egal wo du bist. Jetzt stopp. Schau mal. Die Arme boxen. Du bleibst stehen und die Arme boxen nach vorne. Kraftvoll. Mach weiter. Ich zeige dir so ein bisschen seitlich. Aus der Mitte boxen. Armeinsatz bringt den Puls auch nach oben. 4, 3, 2. Nochmal trippeln. Stehen. Egal welche Seite beginnt. Trippeln. Stehen. Den Rücken ein bisschen mitwippen. Trippeln. Tempo. Stehen. Nochmal. Stehen. Trippeln. Vorsicht, stehen. Kürzere Intervalle. Trippeln. Genau. Stehen. Jetzt. Und. Nochmal. Und. Letzten Male. Stehen. 4, 3, 2. Marschieren. Locker. Ganz, ganz locker gehen. Bleiben in Bewegung. Ganz entspannt. Wir bleiben schon noch in Bewegung. Dreh dich so ein bisschen hier rüber. Und jetzt geht dein rechter Fuß nach vorne. Schau mal. Rück. Und das Ganze mit links stehen. Perfekt. Stehen. Genau. Stehen. Hier. Wechseln. Stehen. Wechseln. Nur wenn du willst. Wechseln. Wechseln. Kannst auch so einen Kreis machen mit der Hüfte, wenn du willst. Bleib mal da. Hier noch. 3. Wechseln. Jupp. Machen wir noch 2. Wechseln.
egal was du machst. Zwei noch. Wechseln. Hier bleiben. Bleib hier. Rechts, links. Gehen, gehen, gehen. Kannst auch die Hüfte mitnehmen. Bleib in Bewegung. Und jetzt versuch immer noch größer zu werden und verlager. Schau mal, die Arme nimmst du mit. Dynamisch. Ja, werde Rück noch größer. Spür deine Körpermitte. Noch 8, 6, 4 und kleiner werden. Enger werden, gehen, gehen. Jetzt tippst du mit dem linken und rechten Fuß vor. Links, rechts. Versuch mit dem ganzen Fuß vorne aufzutippen. Vor, vor. Klappt. Versuch's mal. Rechts, links, rechts, links, links. Nicht nachdenken. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Die Füße machen weiter. Links, rechts, links. Kannst du irgendwas anderes machen, wenn du willst. Ohne Schultern. Tippe nach außen. Noch 4, 3, 2. Bleib in der Grätsche. Gehen, 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 gehen. Und verlager jetzt dein Körpergewicht nach rechts, Mitte, links. Große Bewegung. Und wenn du jetzt zur Seite gehst, dann zieh deine Fußspitze ran. Spür die Dehnung in der Innenseite. Nochmal. Vier. Drei. Zwei noch. Links halten. Bleib hier. Hier. Komm rück tiefer. Fleißig. Tiefer. Wechseln. Andere Seite.
tiefer. Mitte. Brustbein führt und den Rücken aufrollen. Locker, tief, hoch, locker, tief, hoch, locker. Noch vier. Drei noch. Zwei noch. Letztes Mal tief. Bleib hier. Atme ein, Arme hoch. Atme aus. Schließ die Füße, atme ein. Atme aus. Nochmal ein und jetzt bleib hier. Heb ein Bein. Fuß fassen. Knie zusammen. Und jetzt versuch den Fuß in deine Hand zu schieben. Becken parallel zum Boden. Und dich so ein Stück nach vorne, den Fuß wegschieben. Du kannst ihn auch in ein Handtuch reinlegen und dann dein Handtuch fassen. Spür vorne die Dehnung. Spür deine Balance. Aufrichten, super. Dasselbe Bein hier, Kreuz gleich hinten. Mit der Außenkante, linken Arm nach oben und lass dich ganz locker nach rechts fallen. Spür deine ganze äußere Linie. So richtig tief sinken. Und wieder auflösen. Einmal das andere Bein anheben. Komm zu dir. Aufrichten. Fuß fassen. Und dann Fuß in die Hand schieben. Becken parallel zum Boden. Und den Fuß gegen die Hand drücken. Wieder lösen. Das Bein, das oben ist, nach hinten und du lässt dich hier ganz entspannt auf die Seite kippen. Schwitzt du auch? Wieder auflösen und gehen ganz locker. Morgen starten wir gestrafft in den Frühling. Wenn du morgen wieder dabei bist, lass wirklich locker. Atme ein, beide Arme nach oben. Atme aus. Atme ein, bleib rückstehen. Atme aus. Atme ein. Öffne die Arme, halte hier aufrecht. Vielleicht die Arme noch ein Stück höher, bis du deine Brustmuskeln vorne spürst, nochmal einen anderen Anteil spürst. Und einatmen, zurückziehen und ausatmen, locker lassen. Vielen Dank. Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir ist warm. Ich hoffe, du hast geschwitzt. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, ich freue mich über einen netten Kommentar von dir, über ein Gefällt mir natürlich, wenn es dir gefallen hat. Vielleicht magst du auch meine Challenge weiterempfehlen. Sag es einfach Freunden weiter, Freundinnen weiter, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Du findest die ganze Challenge ja auch auf meinem YouTube-Kanal. Einfach unter Fit in den Frühling schauen und dann findest du die Videos, die jetzt auch Tag für Tag wieder
jeden Tag ein neues online gestellt wird. Wenn du Lust hast, abonniere meinen Kanal, das ist kostenfrei. Abonnieren, graue Glocke drücken und dann auf alle klicken. Dann bekommst du immer Info, wenn wieder ein neues Video von mir online geht. Und wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, natürlich freue ich mich riesig. Der Link ist auch unter dem Video. Steady, deine Unterstützung heißt der. Den findest du übrigens auch auf meiner Homepage. Die heißt gabi-fastner.de. Schau mal drauf, da sind vielleicht noch andere Dinge, die dich auch interessieren könnten, so wie die Übungsblätter mit immer jeweils 6 bis 8 Übungen, die du dir irgendwo aufhängen kannst, nach Themen geordnet. Also schau einfach mal auf meine Homepage. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ja bis morgen.